die romanischen Sprachen aus typologischer Sicht. Und heute geht es dann mal wirklich um Typologie. Was ist das eigentlich? Ich werde mich hier mit verschiedenen Ansätzen zur Typologie beschäftigen und dann natürlich auf einen besonders verweisen. Aber zunächst einmal so ein bisschen als Überblick, was gibt es? Und ich habe mir dann doch überlegt, wo ich das erst nicht machen wollte, so ein bisschen da die verschiedenen Ansätze in chronologischer Reihenfolge vorzustellen. Also der alte Ansatz aus dem 19. Jahrhundert von Wilhelm von Humboldt und den Brüdern Schlegel und dann eben ein neuerer Ansatz von Edward Sapir aus dem 20. Jahrhundert und letztlich das, was wir heute in der Regel unter Typologie verstehen, was dann aber auch nochmal in der nächsten Sitzung eine große Rolle spielt. Vergessen Sie nicht, die nächste Sitzung ist erst in 14 Tagen, weil nächste Woche ja der Dies Academicus ist. Insofern werde ich dann den Verzug mit dem mit der nachzuholenden Aufzeichnung wieder wettmachen, weil jetzt zwei hintereinander kommen und dann nächste Woche ist eben keine Sitzung wegen des Dies Academicus. Wir starten die Überlegungen zur Typologie einfach mal dadurch, dass es sich dabei auch darum handelt, über die Sprachenvielfalt nachzudenken und irgendwie auch die Sprachenvielfalt im Zwecke der Beschreibung in Angriff zu nehmen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Da haben wir zwei schon kennengelernt, die genetische Klassifikation, und dann geht es um solche Sprachfamilien, die irgendwie Verwandtschaft zeigen. Müsste man sich auch noch mal genauer Gedanken machen, worin diese Verwandtschaft jetzt im Einzelnen besteht. Da können wir dann auch noch im Laufe dieser Vorlesung ein bisschen drauf eingehen. Und wir haben über areale Klassifikation gesprochen, also Sprachen im Raum. Das hängt beides zusammen, also die genetische Klassifikation und die areale Klassifikation, da gibt es einen Zusammenhang. Sie erinnern sich an dieses schöne Bild von Juri Kuriakow, bei dem man so ein bisschen noch den Anklang hat an das Geografische, so von links nach rechts, also von Westen nach Osten und eben aber auch eine gewisse genetische Subklassifikation, also Unterfamilien, Untergruppen der romanischen Sprachfamilie, sind dort eben auch zu erkennen. Und da sieht man halt den Zusammenhang. Sehr schön. Wir hatten uns ja mit den romanischen Sprachen im Einzelnen beschäftigt. Da habe ich Ihnen eine Liste vorgesetzt, die sogar noch etwas ausführlicher war als diese hier. Das ist also nochmal so ein bisschen der Minimalansatz. Und Sie sehen schon, bestimmte sind hier hervorgehoben farblich. Das sind eben Sprachen, die über eine größere literarische Tradition verfügen und die eben auch standardisiert sind. Das heißt, es gibt Wörterbücher, Grammatiken, also es hat Kodifizierung stattgefunden in Wörterbüchern, in Grammatiken, sodass diese Sprachen halt auch leichter zu erlernen sind als die hier nicht hervorgehobenen Sprachen, farblich hervorgehobenen Sprachen, bei denen es zwar auch zum Teil Standardisierungsbemühungen gibt, beim Galizischen ganz ausgeprägt natürlich, beim Rätoromanischen, aber da gibt es halt auch immer noch Streit um die richtige Standardisierung. Und diese Sprachen, das ist jetzt auch wieder eine Vereinfachung, haben nicht so eine große literarische Tradition, die zum Teil über Jahrhunderte zurückreicht, sogar über 1000 Jahre, wenn wir das Okzitanische uns anschauen. Natürlich gibt es inzwischen auch auf Galizisch Dichtung und auf Sardisch sowieso und auf Rätoromanisch, auf Judenspanisch gibt es natürlich auch Texte mit literarischem Anspruch und bei vielen Kreolsprachen. Nur ist es da vielleicht etwas weniger ausgeprägt. Also es ist zwar hier jetzt so eine Ja-Nein-Entscheidung durch die Farbgebung, aber es ist im Grunde auch was Graduelles. Also
wir können vielleicht sagen, dass bei den farblich hervorgehobenen Sprachen die Standardisierung sehr weit fortgeschritten ist. Da gibt es irgendwie gar keinen Zweifel, was der Standard ist. Das ist eben bei den nicht farblich hervorgehobenen zum Teil problematisch. Und eben in der Regel eine literarische Tradition, die sehr weit zurückreicht, also mehrere hundert Jahre auf jeden Fall, wenn nicht sogar etwas mehr als 1000 Jahre. Also auch das ist auf jeden Fall etwas, was diese farblich hervorgehobenen gemeinsam haben. Wobei ich ja schon sagte, Galizisch und Portugiesisch haben im Grunde den gleichen Ursprung, sodass natürlich, wenn ich sage 1000 Jahre portugiesische Literatur, dann meine ich damit eigentlich Galizisch und portugiesische Literatur. Nur das Galizische ist eben bis heute nicht so standardisiert, wie das eben beim Portugiesischen der Fall ist. Wo ganz klar, es gibt nur diesen einen Standard. Naja, gut, das stimmt nun auch wieder nicht, wenn man brasilianisches Portugiesisch und europäisches Portugiesisch betrachtet. Aber wir sagen jetzt mal, europäischen Portugiesisch gibt es halt diesen einen Standard. Und das ist eben anders als das Galizische, wo es wenigstens zwei Standards gibt und auch da noch vielleicht Streitigkeiten vorliegen. Warum komme ich da jetzt nochmal drauf zurück? Na, das hängt eben auch damit zusammen, dass eben bei der Typologie oder traditionell in der typologischen Forschung ein gewisser Schwerpunkt eben auch liegt auf kodifizierte Sprachen, weil es da eben auch leichter ist, an Informationen anzukommen. Für den Sprachvergleich. Das ist immer die große Frage, wenn ich viele Sprachen vergleichen will, kann ich bei den einzelnen Sprachen nicht unbedingt so in die Tiefe gehen und bin halt darauf angewiesen, dass man mir vielleicht Informationen zuträgt. Und das ist eben bei Sprachen, die standardisiert sind, oft einfacher. Wir sehen halt hier schon, die Zahl der romanischen Sprachen ist umstritten. Wenn Sie auf die Folien der vergangenen Sitzung schauen, dann je nachdem, welche Aufstellung Sie da nehmen, da sind ja auch verschiedene, kommt man sogar auf mehr oder weniger romanische Sprachen. Also Sie sehen, mit dem Sprachenzählen ist das schwierig. Also wie viele Sprachen gibt es auf der Welt? Trotzdem wird man immer wieder gefragt, also insbesondere als Linguist oder auch Philologe, wird immer wieder gefragt, wie viele Sprachen gibt es denn auf der Welt? Und da würde ich vielleicht zurückfragen, kann man Sprachen überhaupt zählen? Das ist so ein bisschen wie die Berge in der Schweiz. Wie viele Berge gibt es in der Schweiz? Naja, irgendwie viele. Wenn ich jetzt aber eine Liste nehme der Gipfel, die einen Namen haben, dann kann ich die natürlich auch durchzählen. Und damit habe ich ja nicht alles, was irgendwie Berg ist, erfasst. Weil bei den Gipfeln natürlich immer nur herausragende, besonders hohe gezählt werden und so. Und so andere Zwischengipfel oder so dann außen vor bleiben und einfach mit unter einem Berg zugerechnet werden, obwohl sie vielleicht gar nicht wirklich dazu gehören. Weil man da eben auch ein Kontinuum hat. Sie kennen das Problem mit dem Kontinuum. Ja, schon. Und dennoch kann man Zahlen nennen. Und wie man auf diese Zahlen kommt, werde ich Ihnen gleich auch noch sagen. Also, eine beliebte Antwort ist, dass es 7.358 Sprachen auf der Welt gibt. Wie kommt man auf diese Zahl? Sie können sich schon denken, bei diesem ganzen Kontinuum und wenn ich Ihnen schon nicht mal sagen kann, wie viele romanische Sprachen es gibt, dann wird es natürlich hier noch viel schwieriger werden. Und natürlich beruht das hier auf einer Liste, die Leute gemacht haben. Und zwar ist diese Liste aus einem Buch namens The Ethnologue, Languages of the World. Das die wird jetzt meistens weggelassen, also nur noch Ethnologue, Languages of the World. Das ist schon ein etwas älteres Buch, wie Sie sehen. Und in der 16. Auflage, die Jahreszahl kommt gleich noch, Entschuldigung, nur mit 2009, aber sie erscheint gleich auf einer Folie, die noch kommt. Da steht eben 7.358 Sprachen. Das können Sie auch im Internet sich anschauen. Diese Liste wird herausgegeben und da sehen Sie möglicherweise schon das Problem von einer Organisation, die nennt sich Summer Institute of Linguistics. Und das sind Bibelübersetzer. Also da geht es darum, die Bibel zu übersetzen. Das klingt zwar alles so harmlos, Ethnologue und so, Languages of the World, aber wir haben es hier mit Missionaren zu tun, die natürlich ein bestimmtes Interesse haben. Die interessieren sich natürlich vor allen Dingen für Sprachen, in denen man die Bibel übersetzen kann. Oder in die man sie vielleicht übersetzen sollte.
Und andere Sprachen sind dann vielleicht weniger interessant, beziehungsweise Sprachen, in die man die Bibel schlecht übersetzen kann, weil sie nicht so richtig kodifiziert sind. Und wo es sich dann vielleicht auch nicht lohnt, diese Sprachen zu kodifizieren, weil man die Leute dort, die potenziellen Gläubigen, also die zu missionierenden, auch vielleicht über eine andere Sprache erreichen kann, sind natürlich weniger interessant. Außerdem sind so Sprachen, die nur mündlich existieren können, wie zum Beispiel Gebärdensprachen, nicht so wirklich interessant für Bibelübersetzer. Es sind zwar inzwischen einige Gebärdensprachen dort auch aufgelistet, aber gerade in Sachen Gebärdensprache ist das vielleicht nicht der richtige Katalog, um herauszufinden, welche es da gibt. Aber auch bei diesen vielen romanischen Sprachen ist es zum Teil, sind sie zum Teil nicht interessant, weil man halt eben die Menschen auch über andere erreichen kann. Ja, Problematik können Sie auch sehen, wenn Sie sich die Zahlen vergangene Auflagen anschauen, also hier die 14. Auflage, da waren es noch 6.809 Sprachen. In der 15. Auflage dann 6.912 Sprachen. Ne? Und dann kommt der große Sprung, jetzt sehen wir auch 2009, zu 7.358 Sprachen. Ne? Also Sie sehen, es gibt plötzlich immer mehr Sprachen auf der Welt, obwohl die Wirklichkeit anders ist. Wenn Sie sich anschauen, was auf der Welt passiert, dann sterben Sprachen in der Regel. Also das Verschwinden von Sprachen ist ein sehr verbreitetes Phänomen. Also Menschen wechseln halt von einer Sprache zur anderen, weil sie sich dadurch Vorteile versprechen, insbesondere dann für die nächste Generation. Und so kommt es also zu massiven Sprachensterben. Ich habe hier auch noch ein paar Zahlen, die man so liest. Die Zahlen kommen von der Gesellschaft für bedrohte Sprachen, aber die sind mit Vorsicht zu genießen. Also das ist jetzt so ein bisschen eher nicht ganz so wissenschaftlich. Das sind halt grobe Schätzungen. Also vom Sprachensterben sind ungefähr 80% aller Sprachen bedroht. Also die überwiegende Mehrheit der Sprachen, die es auf der Welt gibt, werden demnächst verschwunden sein. Hier haben wir dann noch ein paar Zahlen, die ganz erstaunlich sind. Also 4% aller Menschen sprechen 96% der Sprachen, die es gibt. Also die meisten Sprachen werden von ganz wenigen Menschen nur gesprochen. Und da können Sie sich leicht denken, die verschwinden. Und zugunsten der großen Sprachen, die eben, dann vielleicht interessanter sind. Ja, ich hatte hier noch als Beispiel, da habe ich ein paar Folien rausgelassen jetzt, das ist jetzt so ein bisschen ungeschickt. Aber ich kann es Ihnen ja auch so sagen. Das Beispiel Papua-Neuguinea, das ist ja ein Staat, der nicht überall so gut zugänglich ist, besteht also im Wesentlichen aus sehr unzugänglichem Hinterland, ist eine Insel halt, und an der Küste ist das natürlich zugänglich, die Insel ist sogar nochmal geteilt, ein Teil gehört zu Indonesien, ein Teil ist Papua-Neuguinea, ist im Übrigen auf dieser Insel gerade eine der größten Umweltkatastrophen im Gange, von der hier leider nur sehr wenig zu hören ist, nämlich ein riesiger Waldbrand auf der indonesischen Seite, der Insel, der natürlich aber die ganze Insel gefährdet. Das ist ja überwiegend Urwald, übrigens mit sehr seltenen Tieren, die es nur da gibt und eben auch sehr seltenen Sprachen. Und gerade ist dort im Grunde ein großer Teil dieses Waldes bedroht von einem riesigen Waldbrand. Der CO2-Ausstoß ist halt riesig. Da wird halt mehr CO2 ausgestoßen als in so einem normalen europäischen Land wie Deutschland im Jahr. Also jetzt nur, wo der Wald gerade brennt. Und das ist schon wahnsinnig. Das wird auch ganz große Folgen haben, nicht nur für Papua-Neuguinea, sondern für die ganze Welt. Aber es wird eben einfach verschwiegen. Also. Gut, das ist nur ein Klammer. Aber Papua-Neuguinea ist eben
sprachlich eben auch sehr reich, auch ethnisch sehr, sehr reich. Da hat man bis vor kurzem angeblich die letzten Kannibalen getroffen, aber das ist wahrscheinlich eine Urban Legend. Aber in der Tat, es gibt dort noch Bevölkerungsgruppen, die tatsächlich Jäger und Sammler sind und aus dem Grunde eben auch tatsächlich auf einem, also eine ganz andere Lebensform leben als der Rest der Welt. Also das ist schon wirklich auch interessant und natürlich auch sprachlich interessant. Deren Sprachen sind aus bestimmten Gründen auch sehr interessant und es gibt halt auch sehr viele unerforschte Sprachen da. Man geht davon aus, dass auf Papua-Neuguinea alleine oder in Papua-Neuguinea, ist ja nur der Teil der Insel, etwa also mehrere 100 Sprachen gesprochen werden, die zum Teil nicht miteinander verwandt sind und ein Teil der Sprachen ist, ja, kennt man nicht mal mit Namen. Also das ist schon sehr erstaunlich. Aber es gibt dort natürlich eine Mehrsprachigkeit, insbesondere an der Küste. Die ist schon auch sehr ausgeprägt, geht auch zurück auf die Zeit schon vor der Kolonialisierung. Denn Sie können sich vorstellen, durch das Land selber kommt man nicht in der Mitte. Es ist halt Urwald und Berge und so, das ist halt sehr schlecht, entlang zu reisen. Aber dass es sich um eine Insel handelt, die noch dazu im Pazifischen Ozean liegt. Der Pazifische Ozean hat ja gewisse Vorteile, was das Reisen angeht, kann man natürlich sehr schön drumherum fahren und dort natürlich auch Handel treiben. Und da haben sich natürlich bestimmte Leute drauf spezialisiert, also schon bevor die Kolonisation stattgefunden hat. Und da haben sich zusätzlich zu den einheimischen Sprachen bestimmte Verständigungssprachen, sogenannte Pidgin-Sprachen, entwickelt. Pidgin-Sprachen sind im Gegensatz zu Kreolsprachen, die wir schon erwähnt haben, Sprachen, die man so nur für eine bestimmte Domäne zusätzlich verwendet als Verständigungssprache, ne? Also zum Beispiel für den Handel. Da gibt es natürlich dann wieder das Problem der Diglossie. Mehr als handeln kann man vielleicht in der Sprache nicht. Es sind übrigens auch Phänomene, denen man in Europa begegnet. Also ich habe das sehr deutlich beobachten können, zufälligerweise an völlig unterschiedlichen Stellen. Einmal in Südwestfrankreich, wo ich mich mit dem Baskischen beschäftigt habe. Und da gibt es also tatsächlich im Baskenland, im französischen Baskenland, die Tradition, dass der Viehhandel auf Gaskonisch funktioniert. Das heißt also, es gibt da eine Zweisprachigkeit, aber eben auch eine unausgewogene. Der Viehhandel funktioniert auf Gaskonisch. Und ganz ähnlich in Norddeutschland, ich habe mich mal mehr oder weniger auch zufällig und nicht so richtig geplant mit dem Saterfriesischen beschäftigt. Das ist ein friesischer Dialekt, der nicht an der Küste gesprochen wird, sondern im Hinterland, also in der Nähe von Bremen, ist eine Sprachinsel. Und zwar haben sich Leute von der Küste infolge einer großen Flut, die irgendwann in der frühen Neuzeit stattgefunden hat, wahrscheinlich im 16. Jahrhundert, im Hinterland angesiedelt im Moor. Die sind auch konfessionell getrennt von der umliegenden Bevölkerung. Sie wissen ja, in Norddeutschland, in der Gegend von Bremen, der Protestantismus vorherrschen und die Saterfriesen sind katholisch. Das führt natürlich auch zu einer Trennung. Und wenn man da im Moor liegt, hat man eh nicht sehr viel Kontakt. Das Moor ist halt nicht so leicht zu überwinden, jedenfalls nicht ohne Gefahr. Und man sollte dort nicht rumlaufen, wenn man sich nicht auskennt. Ich bin dann natürlich dort mit den Friesen, mit denen ich da Sprachaufnahmen gemacht, auch herumspaziert. Das war allerdings in der Tat ein bisschen abenteuerlich. Also wir mussten an so Schildern vorbei, wo da stand Betreten verboten, Lebensgefahr und sonst was alles. Und wir waren dann noch keine 20 Meter gelaufen, da habe ich schon das erste Skelett gesehen. Es war allerdings ein Tierskelett. Aber es ist dann schon, gibt einem doch schon sehr zu denken. Aber sehr schöne Gegend, also. Aber eben auch das Saterfriesische ist extrem vom Sprachtod bedroht. Die jungen Leute ziehen da alle weg, weil da nichts ist. Aus der Landwirtschaft, das ist auch noch eine beschwerliche Landwirtschaft, das Moor, mit Torf gestochen. Eigentlich braucht man Torf jetzt nicht mehr so. Also das ist dann schon ein bisschen problematisch. Aber eben dort, das Interessante ist, die ältere Bevölkerung ist
spricht nicht nur Hochdeutsch und Saterfriesisch, sondern auch noch Niederdeutsch. Das braucht man nämlich, um zu handeln, also insbesondere um Viehhandel zu machen. Da geht es jetzt weniger um Kühe, sondern mehr vielleicht um Schweine. Aber für diesen Handel ist es halt wichtig, dass man Niederdeutsch sprechen kann. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist natürlich hier, Niederdeutsch ist natürlich eine Sprache, die andere drumherum auch als Muttersprache sprechen. Das heißt, natürlich ist dieses Verhandlungsniederdeutsch anders als das, was andere als Muttersprache sprechen. Gut, also auch die Saterfriesen lernen das von Kind an, aber sie lernen es halt eben tatsächlich nur als Verständigungssprache für eine ziemlich eingeschränkte Domäne. Jetzt gibt es aber Gegenden, wie Papua-Neuguinea, wo dann eben tatsächlich eine Verständigungssprache entstanden ist, die im Grunde niemand zunächst als Muttersprache gesprochen hat. Und das ist eben der typische Fall eines Pidgins. Und ich stelle Ihnen jetzt schnell ein Pidgin vor, also eins aus Papua-Neuguinea, muss aber gleich dazu sagen, dass das zwar noch Pidgin heißt, aber kein Pidgin ist, weil es inzwischen da auch Muttersprachler gibt. Und dazu kommt, dass dieses Pidgin dann auch sogar kodifiziert worden ist und man es inzwischen lernen kann. Also ich habe selber einen Kurs mitgemacht und es gibt auch zahlreiches Material, mit dem sie das einfach auch so lernen kann. Lässt sich sehr leicht lernen, weil es sich um ein englisches Pidgin handelt, also ein Pidgin, dessen Wortschatz vor allen Dingen aus dem Englischen kommt. Ist aber auch aus Papua-Neuguinea und ist vor allen Dingen bekannt unter der Bezeichnung Tok Pisin. Tok ist das englische Wort Talk und Pisin könnte auf das Wort Pidgin zurückgehen. Also Talk Pidgin vielleicht, das weiß man nicht genau. Pisin könnte auch Business sein. Dann heißt es Talk Business. Und klar, die Verständigungssprache ist natürlich das Business. Also das, was man braucht, um Geschäfte zu machen. Heute gibt es dafür auch die Bezeichnung PNG, Pisin. PNG für Papua-Neuguinea. Also Papua-Neuguinea Pisin, weil es inzwischen auch offiziellen Charakter hat und eben sowas ist wie eine offizielle Sprache und eben auch eine Muttersprache. Also insbesondere Leute, Kinder, die in der Stadt leben und eben aus sprachlich gemischten Ehen hervorgehen, sprechen das eben auch als Muttersprache. Im Gegensatz zu dem anderen Pidgin, was ich vorhin erwähnt habe, hier die Motu, das ist eben kein englischbasiertes, ist Tok Pisin halt für uns leicht zu verstehen, weil wir hier eben die englischen Wörter wiedererkennen. Außerdem kommt für Deutsche noch erleichtert hinzu, dass Tok Pisin so ein bisschen ausgesprochen wird wie Deutsch. Das liegt daran, dass Papua-Neuguinea auch mal deutsche Kolonie war und die deutsche Phonologie da irgendwie sich noch mit eingeschlichen hat. Also Mistap Longstua, können Sie sich leicht denken, bedeutet, ich befinde mich im Laden, ich bin im Laden. Stap, ich vorstelle mir das englische Wort Stop zurück, was ja eben auch gerade noch im 19. Jahrhundert eher sowas wie bleiben, sich aufhalten bedeutet, also wie stay. Long ist eine Präposition, nämlich die einzige Lokal Präposition und drückt eine örtliche Befindlichkeit aus oder auch eine Richtung. Sie haben das gleich im zweiten Teil des Beispiel 1, Me Go Long Store, ich gehe in den Laden, da ist also eine Richtung impliziert. Wenn Sie jetzt sagen wollen, ich gehe im Laden herum, dann müssen Sie sowas machen wie eine serielle Verbkonstruktion, das ist noch nicht besonders englisch, findet man auch in anderen Pidgins und auch in Kreolsprachen. Das ist eigentlich eine sehr verbreitete Lösung für das Problem. Mistap Igo Long Stua, ich gehe im Laden herum. Wenn ich dann sagen will, ich gehe wirklich im Inneren des Ladens umher, dann kann ich diese Präposition noch ausbauen, dann kann ich sowas sagen, inside Long Stua. Oder Belly Long Store, Belly
Bauch, aber auch Innenseite. Ich habe Ihnen hier mal einen Text mitgebracht aus einer offiziellen Information. Da geht es aktuell. Ne? Sie wissen, im Winter übertragen sich Krankheiten sehr leicht. Und hier wird man darauf hingewiesen, wie das alles funktioniert mit der Krankheitsübertragung und dass man sich eben die Hände waschen soll und solche Sachen. Das können Sie eigentlich auch leicht verstehen. Zickmann ist der Kranke. Kuss ist Husten. Das I, was Sie auch schon oben gesehen haben, das tritt immer vor dem finiten Verb auf. Das ist sozusagen ein Verbmarkierer, Verbalpartikel. Die ist auch oben in den anderen Sätzen drin und sie verschwindet nach dem Mi, weil das Mi schon auf I endet. Aber da sehen Sie das bei Stab Igo und hier eben auch Ikus. Also das Hauptverb ist gekennzeichnet durch das I. Können Sie auch als Präsensmarker oder so auffassen. Also, ein Kranker hustet und jetzt kommt ein deutsches Wort, das sind nicht nur englische Wörter, da raus heißt hinaus, rausgehen oder so. Na, kann man sich gut vorstellen, die Kolonialisten haben dann den Einheimischen entgegengerufen, raus, und da wussten sie, aha, da muss man rausgehen, wenn die rausgehen. Also raus heißt, to go outside. Oder to put outside, denn das ist hier transitiv. Da ist im dran, das ist ein sogenannter Transitivmarker, geht natürlich auf so ein englisches Pronomen zurück, aber es ist ein Transitivmarker, das heißt, es ist ein transitives Verb. Nach heißt und. Und bringt hervor, also der Kranke bringt hervor, bringt heraus, viele Viren, plant die Virus. Virus ist Virus. One time win. One time ist zusammen mit heißt das, mit, und win ist der Wind. Also jemand, der nicht krank ist, Mani Noga Zick, also der nicht krank ist, na, M ist up close to, M ist jetzt wirklich him, also er, dritte Person Singular, das Pronomen der dritten Person Singular ist geschlechtsneutral, und er steht nahe dabei, er befindet sich nahe dabei. Emi pull him win, pull nehmen, nimmt er den Wind, das ist die Luft, Wind ist Quatsch, mit der Luft, also nimmt er die Luft aus, auf und nimmt etwas Virus auf, he come inside hatten wir vorhin schon, also kommt ins Innere zusammen, also mit der Virus zusammen mit der Luft. Now, sick, I can kiss him, M2. Ja, und nun, die Krankheit kann auch ihn befallen. To ist auch, M ist dritte Person Singular. Kiss him, kiss ist to catch, kommen, mit Transitivmarker. Und can ist können, klar. Also Sie sehen, im Grunde, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, versteht man das sehr leicht. Man merkt aber auch, die Grammatik ist nicht einfach Englisch, sondern das ist doch irgendwie anders mit so Transitivmarkern und so und Verbserialisierung, dass man mehrere Verben nebeneinander stellen kann und so. Also das ist dann eben nicht so, wie man das aus den europäischen Sprachen kennt. Man ist möglicherweise zurückzuführen auf andere Sprachen, die vorher da waren. Es gibt da verschiedene Theorien, wie die Sprache entstanden ist. Das ist also eine Theorie, die ich nicht unbedingt teile, ist, dass ein anderes Pidgin, also zum Beispiel hier die Motu, was ähnliche Strukturen zeigt, einfach mit neuen Wörtern durchsetzt worden ist, bis es dann völlig anders aussieht, eben auf diese Weise eben dann zum Top-Bissing geworden ist. Und das würde erklären, dass die Grammatik anders ist. Aber gut, also wie das im Einzelnen entstanden ist, muss uns jetzt hier nicht interessieren. Aber was sehr interessant ist, ist, dass im Grunde auch der morphologische Aufwand minimal ist. Es gibt schon sowas wie Morphologie, also die Verben haben irgendwie noch was dabei, also hier so ein Markierer vorne und hinten so ein Transitivmerkmal, wenn das Verb transitiv ist, also wenn es noch ein Objekt gibt. Und es gibt eben auch Pronomina, es gibt vielleicht auch sowas wie Wortbildung, ein Sigmann
Sigmund ist der Kranke und Sig ist die Krankheit. Ne? Also das ist beziehungsweise krank, ne? Weil krank und Krankheit praktisch das gleiche Wort ist, Sig nämlich. Also ein bisschen Grammatik gibt es offenbar, aber eben die Morphologie ist doch hier sehr einfach. Und man könnte vielleicht sagen, dass jedes Wort, was wir hier haben, eben auch eine eigenständige Bedeutung hat und wenige Wörter zusammengesetzt sind. Gut, das im bei rausim, ne, oder kissim, das ist möglicherweise ein unfreies Morphem, was irgendwie immer angeschlossen werden muss, aber das war es eigentlich. Das ist das Einzige, was hier ist, was irgendwie zusammengesetzt ist. Ansonsten haben wir wirklich jedes Wort mit einer einzelnen Bedeutung. Und sowas wie Tempora oder so werden ausgedrückt tatsächlich durch verschiedene Wörter. Also wir haben das I und dann das Verb. Ne? Also die Konjugation des Verbs ist ausgelagert auf externe Elemente. Und von daher können wir sagen, wird also eine solche Sprache auch bezeichnen als einerseits isolierend, weil jedes Konzept ein eigenes Wort hat, isolierend, analytisch, weil eben auch komplexere Konzepte zusammengesetzt werden aus verschiedenen Wörtern. Also isolierend, analytisch, das ist eben hier das, was auffällig ist an dieser Sprache. Also wir kommen gleich noch mehr auf diese Bezeichnungen für die morphologischen Verfahren zurück. So, jetzt sehen wir also, dass Sprachen sehr unterschiedlich sind und deshalb hat man sich eben auch schon früh gefragt, ob es sowas gibt, was alle Sprachen gemeinsam haben, bezeichnet man als sprachliche Universalien, also Dinge, die man in allen Sprachen findet. Und da gibt es dann immer, findet man in der Literatur, also insbesondere in der nicht ganz so wissenschaftlichen, aber sogar in der wissenschaftlichen Literatur, immer so Aussagen wie die ich hier aufgeschrieben habe. Also alle Sprachen haben Vokale und Konsonanten. Naja, stimmt das? Denken Sie mal ein bisschen drüber nach. Also Schriftsprachen haben möglicherweise keine Vokale und Konsonanten. Ne? Also gesprochene Sprachen könnte man sich vorstellen, dass sie es immer haben. Allerdings werden ja auch Gebärdensprachen gesprochen, nur eben mit anderen Artikulatoren als dem Mund. Und bei Gebärdensprachen wird das auch schwierig mit Vokalen und Konsonanten. Da wird man wahrscheinlich auch nicht fündig werden. Also das mit den Vokalen und Konsonanten muss man sich überlegen, angesichts von Schriftsprachen und angesichts von Gebärdensprachen, die ja sicherlich auch Sprachen sind. Das ist dann natürlich schon eine interessante Einschränkung. Ja, jetzt werden Sie sagen, aber wenn ich doch jetzt irgendeine Sprache schreibe mit lateinischem Alphabet, da schreibe ich doch Vokale und Konsonanten. Naja, da schreiben Sie irgendwelche Buchstaben oder Grapheme. Aber ja, dass die Vokale oder Konsonanten sind, das sind ja, Vokale sind ja bestimmte Laute. Ne? Ja, die entsprechen vielleicht Vokalen und Konsonanten. Außerdem muss man ja nicht unbedingt in einer Alphabetschrift schreiben. Da gibt es ja noch verschiedene andere Möglichkeiten. Und dann wird es schwierig mit den Vokalen und Konsonanten. Ja, eine andere Sache, die man immer wieder liest, alle Sprachen haben Substantive und Verben. Das liest man sogar bei ernstzunehmenden Wissenschaftlern. Sogar noch ganz aktuell. Weil bestimmte linguistische Theorien sich darauf versteifen, unbedingt zwischen Substantiven und Verben unterscheiden zu müssen. Aber natürlich ist auch schon seit vielen Jahren bekannt, das ist jetzt nicht meine Idee, dass es mit der Unterscheidung von Substantiven und Verben Probleme macht. Bevor wir uns das bei romanischen Sprachen anschauen, schauen wir uns mal so ein paar Extremfälle in exotischeren Sprachen an, wo die Unterscheidung von Substantiven und Verben problematisch wird. Ich habe Ihnen hier mal einen Beispielsatz aus dem Samoanischen mitgebracht. Samoanisch wird auf Samoa gesprochen, also wieder im Pazifik. Ist eine polynesische Sprache. Die polynesischen Sprachen sind ja sehr stark verbreitet auf der Welt. Das geht ja los von Madagaskar bis zu den Osterinseln. Also praktisch die Sprachen mit der größten Verbreitung, wenn man so will, neben den indogermanischen Sprachen. Und
da haben wir regelmäßig solche Konstruktionen wie hier. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Samoanischen, aber wir können uns da alle anderen polynesischen Sprachen auch anschauen. Die funktionieren alle mehr oder weniger genau so und sind auch eng verwandt, trotz der hohen Entfernung. Aber es ist natürlich klar, der Kontakt über dem Meer ist natürlich, also jetzt ist nicht mehr so viel Kontakt, aber man kann sich vorstellen, dass sie sich möglicherweise sehr schnell ausgebreitet haben und eben nicht so sehr voneinander entfernt haben. Ja, also hier Samoanisch. Also wir haben hier diesen Beispielsatz. Ehua Danielu Mayonatana. Also Daniel und Jonathan, Jonathan oder wie auch immer man das dann ausspricht, sind bzw. waren befreundet. Wir haben hier ein Verb, erkennt man daran, dass da vorne so ein Präsenzpartikel ist und dann kommt das Verb. Die Verben sind immer Satzinitial nach diesen Partikeln, die das Tempus zeigen. Also befreundet sein oder Freunden. Wenn man das nachahmen will im Deutschen. Und dann haben wir also Daniel und Jonathan, die befreundet sind. Und dann haben wir eine ähnliche Situation, etwas anders ausgedrückt. Also gleicher Text. Achso, ich kann ja sagen, das habe ich aus der Grammatik, glaube ich, von Hofthaugen und Mose. Und da ist so ein kleiner Text, wo das vorkommt. Das ist auch alles, sind auch alles authentische Sätze, also nicht irgendwelche Grammatikersätze. Also, Alofa Danielu Ilana Wo. Also, Daniel liebt oder liebte. Achso, ich habe da Präsens hingeschrieben und dann lese ich immer das bei Telefon. Dazu muss ich sagen, dass die Bezeichnung Präsens für dieses E nicht so ganz stimmt. Wenn klar ist, dass eine Sache im Präteritum ist, benutzt man trotzdem die Partikel E. Er hat möglicherweise eher so einen Aspektcharakter als einen Tempuscharakter, aber in der Grammatik wird es als Präsens bezeichnet. Ja, also es kann aber auch in der Vergangenheit sein. Das ist, also liebt oder liebte. In diesem Fall Daniel liebte seinen Freund. Also das Subjekt kommt hier direkt nach dem Alofa. Ich kann Ihnen andeuten, für die es interessiert, aber die jetzt verwirrt sind, sollten besser weghören. Das Samoanische hat sonst auch ergative Strukturen, beziehungsweise ist aktiv, ist eine Aktivsprache, aber lieben gehört zu den Verben, die mit einer Art Nominativkonstruktion funktionieren. Und das, was geliebt wird, ist so ein bisschen indirekt mit einem Lokativ versehen. Also ich hätte vielleicht ein anderes Beispiel nehmen können. Ich nehme aber gerne dieses Beispiel, weil man da viel wiedererkennt. Denn das Wort Alofa kennen Sie natürlich aus anderen polynesischen Sprachen. Hawaiianisch Aloha ist das gleiche Wort. Das F ist da zu H geworden. Bedeutet lieben, ne? Oder Liebe. Also Sie sehen schon, es kommt gleich auf die Nomen-Verb-Unterscheidung. Da sehen Sie auch, bei Alofa geht es schief, weil es einmal Liebe bedeutet, einmal Lieben und auch sowas wie Hallo. Also ist hier das Verb Alofa und dann kommt eindeutig ein Nomen, also erstmal der Eigenname, und dann kommt eindeutig ein Nomen, denn wir haben eine Art Lokativ, eine Art Präposition. Der Jürgen Broschert, der sich mit Tonganischen beschäftigt hat, sehr verwandt, ist die nächste Insel, nennt das Präposition. Ich würde es eher Lokativ nennen, aber gut, Präposition. Dann kommt ein Artikel, ein Gebilde, das besteht aus Artikel, Possessivpronomen der dritten Person. Also Na ist Pronomen der dritten Person, A ist der Possessivmarker und L ist der Artikel. Und danach kommt natürlich Nomen. Also Daniel liebt seinen Freund. Seinen Freund. Und da ist Ur jetzt plötzlich nicht mehr ein Verb, sondern eindeutig ein Nomen. Hat sich aber nicht verändert. Und deshalb sagen die Leute, die sich mit polynesischen Sprachen beschäftigen, beziehungsweise das sagte man vielleicht eher früher als jetzt, dass es da so ein unterspezifiziertes Lexikon gibt. Das heißt, sie haben Wörter im Lexikon, ich habe hier so ein paar Beispiele, die haben immer eine nominale Bedeutung und eine verbale Bedeutung. Also Ei zum Beispiel, Ei, Essen, das Essen und Essen als Verb. Das würde mich jetzt nicht so richtig
skandalisieren, weil es im Deutschen ja auch so ist. Wenn wir es nicht schreiben würden, mit Groß- und Kleinschreibung, ist es jeweils immer Essen, also auch das gleiche Wort. Mal das Nomen, mal das Verb. In der Schriftsprache kann man es gut unterscheiden durch die Großschreibung, aber wenn ich einfach nur Essen sage, dann weiß man nicht, ob es ein Nomen oder ein Verb ist. Genau wie das Ei, weiß man nicht. Sassa, die Peitsche, kann aber auch schlagen heißen. Und Allah, die Sonne, oder besonnt werden. Oder Gau, der Dieb, oder stehlen. Ein wichtiges Wort jetzt wieder, Fahnau. Fahnau, das Kind, und heißt aber auch gebären. Und jetzt so ein etwas spezielles Beispiel, was aber wichtig ist für Samoa. Lama, die Fackel. Und Lama heißt auch mit Fackeln fischen. Das ist, man fischt da nachts, weil da irgendwie mehr Fische sind. Und dann braucht man halt diese Fackeln und so. Naja, Fische werden dann offensichtlich das nicht angelockt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Aber das ist, das ist also auch so ein Beispiel. Na, also Sie sehen sehr schön, die Nomen-Verb-Unterscheidung macht da ein Problem. Also unterspezifiziert würde ich das Lexikon nicht nennen, dann wäre auch das Deutsche unterspezifiziert. Und das Englische, wissen Sie auch, work. Work kann Nomen sein, kann aber auch Verb sein. Es gibt so schöne Sätze wie time flies, wo man nicht genau weiß, fliegt jetzt die Zeit oder stoppt man Fliegen mit der Stoppuhr. Das ist ja doch immer sehr schwierig auf Englisch. Ja, gut, natürlich ist es naheliegend, dass die Zeit fliegt und nicht die Fliegen gestoppt werden, weil man das so selten tut, aber denkbar ist es. Ja, also wir sehen jetzt hier eine Form der schwierigen Nomen-Verb-Unterscheidung, nämlich dass man nicht so genau weiß, wenn man den Kontext nicht hat, ob es sich um ein Nomen oder ein Verb handelt. Im Englischen wissen wir ja dann, es gibt dann unterschiedliche Kontexte, und dann erkennt man, es ist ein Nomen oder ein Verb. Im Deutschen ja auch, wenn ich Essen irgendwo verwende im Satz, wissen Sie sofort, es ist ein Nomen oder ein Verb. Klar. Nur wenn Sie es isoliert sagen, wissen Sie das nicht. Kann ich Ihnen nochmal die Anekdote von Yves Witzelow erzählen. Die kennt vielleicht schon jemand, Yves Witzelow ist eine Psycholinguistin, die hat Experimente dazu gemacht, wo Verben und Substantive im Kopf abgespeichert sind und hat dann Leuten, also so Elektroden an den Kopf gemacht und dann Listen vorgelesen mit verschiedenen Wörtern und hat sie mal geguckt, wo sind da die Gehirnströme. Hat dann festgestellt, Nomina und Verben sind an unterschiedlichen Stellen verortet im Gehirn. Nur als sie das vorgestellt hat, in einem Vortrag habe ich gesagt, das sind nicht Nomina und Verben, denn sie hat ja immer nur Nomina abgefragt. Nein, das kann nicht sein, ich habe hier Haus, dann Laufen. Und ich sage, ja, klar, beides Nomina, beide sogar Neutrum, das Haus, das Laufen. Das kann mich nicht überzeugen. Also es ist natürlich klar, wenn ich nur Laufen höre, dann ist das nicht festgelegt auf eine Kategorie. Das ist dann möglicherweise ein Substantiv. Also das ist halt das Problem. Aber sobald ich es im Satz verwende, dann weiß ich natürlich, das ist wenn ich sage, er läuft oder sie läuft, ist das natürlich ein Verb. Ich sage, das Laufen fällt mir schwer, weiß ich, das ist ein Substantiv. Und manche wissen es nicht, wenn ich immer mal so geschriebene Texte lese, wo dann irgendwie Laufen plötzlich groß geschrieben ist, wo es eigentlich ein Infinitiv ist, dann sieht man, dass da Leute auch Schwierigkeiten haben. Aber das ist ein anderes Problem. Ja, also das ist eine Problematik der Nomen-Verb-Unterscheidung. Die wird uns auch noch betreffen. In romanischen Sprachen auch möglicherweise ein Problem. Wenn Sie nur Travail hören, wissen Sie nicht, ist das jetzt ein Nomen oder ein Verb? Oder Trabajo, ist das ein Nomen oder ein Verb? Ich arbeite oder die Arbeit? Tja. Müssen wir dann nochmal sehen. Jetzt gibt es aber noch mehr Probleme mit der Nomen-Verb-Unterscheidung. Dann gucken wir uns noch eine exotische Sprache an. Also seien Sie jetzt nicht völlig verwirrt. Wir kommen auf die romanischen Sprachen zurück. Und wie gesagt, ich nehme ja auch immer Sprachen hier, also Beispiele aus den Sprachen, die Sie besonders leicht verstehen können. Nehmen wir also jetzt eine ganz exotische Sprache, Cayuga. Cayuga gehört zur Gruppe der irokesischen Sprachen, also eine nordamerikanische Indianersprache, gesprochen noch im Sechs-Nationen-Reservat. Das Sechs-Nationen-Reservat liegt auf der Grenze zwischen dem
US-Staat New York und Kanada. Allerdings ist die Sprache auch stark vom Aussterben bedroht, also weniger als 100 Sprecher auf etwa 10.000 Stammesangehörige. Ich habe hier nochmal die Liste der verschiedenen Irokesenstämme, die es noch gibt, aufgelistet. Die meisten davon sind aber wirklich, also da gibt es praktisch keine Sprecher mehr. Cayuga Mohawk, da finden Sie noch Sprecher. Es wird dann deutlich schwieriger mit Oneida, Onondaga, Seneca und Tuscarora. Entfernt verwandt gibt es noch sehr abgelegen vom Sechs-Nationen-Reservat, nämlich weit im Süden bis nach Florida, die Cherokees. Und dort findet man auch noch Sprecher. Also das ist auch noch eine Sprache, die relativ lebendig ist, aber es sind halt immer wenig Sprecher. Also alle diese Sprachen sind extrem vom Sprachdruck bedroht. Hier haben Sie die Siedlungsgebiete der Irokesen, also zwischen Kanada und USA, und dann hier nochmal so vereinzelte Flecken. Wie gesagt, das ist schon eine späte Siedlungssituation, aber natürlich nichts zu vergleichen mit der heutigen. Ich meine, bei 70 Sprechern vom Cayuga, dann brauchen sie nicht mehr so viel Fläche. Und das sehen Sie hier eigentlich ganz schön. Hier haben Sie nämlich das Sechs-Nationen-Reservat. Das ist da, das ist ganz klein. Also Toronto ist größer als das Sechs-Nationen-Reservat. Und das graue Gebiet ist das, was beansprucht wird vom Stamm, was aber, ja, also da laufen noch die Verhandlungen, inwiefern das alles irokesisches Gebiet, also Cayuga-Gebiet ist, beziehungsweise irokesisches Gebiet, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, es geht hier um das, den Anspruch aller Stämme aus dem Sechs-Nationen-Reservat, also der sechs Stämme. Ja, und hierbei handelt es sich um eine sogenannte polysynthetische Sprache. Was das heißt, werden Sie sofort verstehen, wenn ich Ihnen die Beispiele zeige. Wie gesagt, ich zeige Ihnen Beispiele, die Sie gut verstehen. Es handelt sich, die Wörter sehen exotisch aus, aber Sie kennen wenigstens zwei davon schon. Nämlich das Beispiel 1. Dürften Sie kennen, und das Beispiel 2 dürfen Sie auch kennen, weil Sie als Lehnwörter ins Deutsche auch eingegangen sind. Also Ohio ist das erste Beispiel. Io ist der verbale Bestandteil dieses Wortes, nämlich gut sein, ja, guten, wenn man so will, guten. Dann haben Sie vorne das O, das sind Pronomina, Pronomina der dritten Person, es, gutet also, und he ist eine inkorporierte Wurzel und bedeutet sowas wie Fluss, also es gutet in Bezug auf den Fluss, also es flussgutet, wenn man das wirklich nachahmen will im Deutschen, und das kann sowas heißen wie es ist ein guter Fluss, oder einfach nur guter Fluss. Es ist dieses Problem des Satzwortes, also jedes Wort ist eigentlich genau genommen ein Satz. Da kommen dann solche komischen Übersetzungen raus im Deutschen, wie der mit dem Wolf tanzt oder so. Ne? Das ist halt sowas, ne? Sowas Ähnliches hier. Also die Wörter beginnen, und zwar praktisch alle Wörter. Das heißt auch alle Sätze, weil Wörter und Sätze das Gleiche sind. Man kann natürlich mehrere Satzwörter kombinieren, und dann hat man halt was Komplexeres, eine komplexere Struktur. Die Wörter beginnen immer mit so einem pronominalen Element. Da sind meistens mehrere Pronomina verschmolzen. Das drückt meistens nicht ein Pronomen aus, sondern eine Konstellation von Pronomina. Nämlich einen, der etwas tut, und einen, auf den die Handlung sich auswirkt. O, meistens die dritte Person. K, auch dritte Person. Da kommen wir gleich noch drauf. Das K, Ga, das ist eigentlich ausgesprochen im heutigen Cayuga. Ja, aber nehmen wir nochmal das erste Beispiel. Also Rio, es flussgutet. Guter Fluss, oder es ist ein guter Fluss. Das ist der Name auch eines Flusses. Also der Ohio-Fluss. Dann Ohio auf Englisch ausgesprochen, und danach heißt auch ein Bundesstaat, ein US-amerikanischer. Also von daher kennen Sie das Wort schon. Ja, ein anderes Beispiel, Granada,
Granada. Also das K wird heute meistens als G ausgesprochen. Ein bisschen so wie Fränkisch. So zwischen K und G eigentlich. Und das T ist so zwischen T und D. Also Granada. Da haben wir das pronominale Element vorne Ga. Das ist sowas wie Femininum oder Kollektiv. Kann man nicht so genau unterscheiden. Manchmal bedeutet das auch sowas wie Mann. Also kollektiv, eine Gruppe. Und Nada bedeutet siedeln. Das kann man vielleicht auch noch weiter auseinandernehmen. Das A am Ende ist sowas wie ein Stativ. Also drückt eine Aspektualität aus. Also sie siedelt oder Mann siedelt. Und Sie sehen, das ist auch ins Deutsche entlehnt worden über den Namen des Staates, der so heißt, nämlich Kanada. Kanada. Also auch, dann sehen Sie, was das eigentlich bedeutet. Ja, jetzt nehmen wir mal ein komplexeres Beispiel. Ochneganos. Er ist flüssig, kühl, gewöhnlich. Da sehen Sie vorne das pronominale Element. Dann sehen Sie, dieses Neck ist wieder eine inkorporierte Wurzel, bedeutet sowas wie Flüssigkeit. Ano ist das eigentliche Verb, kühl sein. Und Hys ist ein Suffix, das sowas wie Habitualität ausdrückt. Das habe ich dann gewöhnlich übersetzt. Also etwas, was immer so ist, immer passiert. Ähnlich wie ein Stativ, aber mehr so auf mehr so hat irgendwas mit Wiederholung zu tun. Ja, und das heißt einfach nur flüssig kalt, also kalt in Bezug auf Flüssigkeit. Und es kann natürlich auch heißen, es ist kalt. Es ist kalt oder es ist kühl. Aber in Bezug auf Flüssigkeit. Dann noch ein paar schöne Beispiele, wo Sie das so ein bisschen erkennen können. Beispiele 4 bis 6. Da haben wir als inkorporiertes Element sowas. Nein, es ist nicht inkorporiert, das ist eigentlich das Verb schreiben. Hiadung. Diese Vokale mit dem Häkchen drunter, ähnlich wie im Polnischen, ist das eine Nasalierung. Hiadung. Jadon heißt also schreiben. Und dann gibt es hier ein letztes Element, dieses Chqua, das Apostroph am Ende ist ein totaler Verschlusslaut, Chqua. Und das bedeutet Mittel, also Mittel zum Schreiben. Und dann kann man da verschiedene Bildungen machen mit der dritten Person, das ist wieder so verwandt mit dem Ga, was wir oben hatten, das E. Mann schreibt damit. Ja, Mann schreibt damit. Oder sie schreibt damit. Das kann dann eben auch Stift bedeuten. Ne? Stift. Und dann habe ich das nochmal mit R. Er schreibt damit. Kann natürlich auch sein Stift bedeuten. Oder es ist sein Stift. Oder er schreibt damit. Ich schreibe damit. Mit K am Anfang. Ich schreibe damit oder mein Stift oder es ist mein Stift. Da sehen Sie halt Satzwort. Ja. Alle Wörter sehen so aus, bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt ein paar lautmalende Wörter, zum Beispiel um Tiere zu bezeichnen. Quisquis zum Beispiel ist das Schwein, weil das offensichtlich so laut von sich gibt. Das ist aber die Ausnahme. Es gibt ganz wenig onomatopoetische Wörter. Und ansonsten sind alle Wörter, die irgendeinen Inhalt haben, so aufgebaut. Und damit sind natürlich Nomina und Verben nicht mehr zu unterscheiden. Es sei denn, man geht irgendwie da nochmal rein und guckt sich an, welche Konzepte diese Wurzeln haben. Fluss ist natürlich ein Dingkonzept. Aber da sind wir bei dem gleichen Problem, das die Iswitzelo hatte. Aber also Nomen-Verb-Unterscheidung ist hier nicht sinnvoll. Ich muss dazu sagen, es gibt auch noch eine andere Kategorie von Wörtern, die sind aber nicht Inhaltswörter. Nämlich es gibt noch Partikel, die sind relativ bedeutungsleer, mit denen, die kann man so zwischen die Satzwörter setzen und damit natürlich bestimmte Dinge hervorheben oder zurücktreten lassen. Und dann kann man natürlich auch Aussagen machen, wie der Fluss ist kalt oder so. Ne?
Man, das können Sie jetzt auch schon sagen, weil Sie hier das Wort unter 1 und unter 3 haben. Aber es könnte ja auch heißen, das Kalte ist ein Fluss. Und um das auszudrücken, nutzt man halt die Wortstellung und diese Partikel. Das kommt noch dazu. Aber ansonsten, die meisten Wörter sehen halt so aus. Also sehen, das ist schon ganz anders, als wir das gewohnt sind. Und polysynthetisch deshalb, weil halt hier verschiedene Elemente ganz viel Bedeutung tragen. Also wir haben hier am Anfang dieses pronominale Element, was eben möglicherweise sogar verschiedene Pronomina umfasst, zusammen eben. Also er wirkt auf ihn ein oder er wirkt auf sie ein und so. Dann haben Sie hier andere Elemente, die auch viele Bedeutungen in sich tragen. Ich sagte das vorhin schon, dieses Nata am Ende, das A, bedeutet vielleicht Stativ und Präsens und das His, na, Wiederholung der Handlung oder so, auch wieder in Präsens. Wenn man es genau nimmt, hat dieses Hua, dieser neutrale Verschlusslaut, könnte auch noch irgendeine besondere Bedeutung haben. Möglicherweise auch sowas wie Stativ. Da bin ich jetzt aber nicht sicher. Also da gibt es auch nochmal. Also es kommen halt viele Bedeutungen zusammen in wenigen Elementen. Und deshalb eben polysynthetisch. Ja. Gut, wir haben uns jetzt mit der Frage beschäftigt, was ist überall gleich, und haben gesehen, da kommt man auf irgendwie wenig, weil es doch dann immer wieder Unterschiede gibt. Und ich glaube, letztlich das, was besonders interessant ist, sind halt tatsächlich die Unterschiede zwischen Sprachen. Und damit beschäftigt sich eben die Typologie. Während die Universalienforschung danach sucht, was in allen Sprachen gleich ist, beschäftigt sich die Typologie damit, was an einer Sprache besonders ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass man bei der Typologie möglicherweise gar nicht so viele Sprachen vergleichen muss. Wenn man es ganz grenzwertig nimmt, reicht vielleicht auch eine Sprache. Und dann sucht man die Besonderheiten zu anderen Sprachen, die man so kennt, eben heraus. Und so eben auch die typologische Klassifikation. Also man klassifiziert nach Besonderheiten. Und eventuell macht man das in Verbindung mit arealer und genetischer Klassifikation. Jedenfalls werden wir das hier machen, wenn wir die romanischen Sprachen in den Vordergrund stellen. Dann haben wir areale und genetische Besonderheiten, die man mit den typologischen verbinden kann. Und dann kommt man eben tatsächlich hier auf so eine Mischung aus Typologie und Klassifikation. Ja, ich will Ihnen gleich noch eine exotische Sprache vorstellen, die aber sehr nah an unserem Gebiet ist, was uns interessiert, nämlich das Baskische. Das Baskische ist auch eine Sprache, deren Sprecher alle auch noch eine romanische Sprache sprechen. In der Regel, es gibt wenige Ausnahmen. Es gibt auch Basken, die ausgewandert sind. Dann ist es oft so, dass die nächste Generation, wenn sie zum Beispiel in ein englischsprachiges Land ausgewandert sind, nach Nordamerika, kommt halt häufig vor, dass dann die nächste Generation zwar noch von den Eltern Baskisch lernt, aber nicht mehr die Kontaktsprache, sondern dann Englisch. Das ist dann natürlich besonders interessant, wenn so jemand dann ins Baskenland zurückkehrt, weil man dann plötzlich einen Basken hat, der nur Baskisch kann und eben vielleicht Englisch, aber eben nicht Französisch oder Spanisch. Und das, ja, das kommt selten vor und ist dann vielleicht auch ganz interessant. Ich hatte schon mal Gelegenheit, mit so jemandem zu sprechen. Das ist dann was Besonderes, aber normalerweise sind Baskisch-Sprecher auch Sprecher einer romanischen Sprache. Die meisten sprechen das Spanische, weil der größte Teil des Baskenlands zu Spanien gehört. Dann gibt es noch ein paar wenige, die eben auch Französisch noch als zweite Sprache sprechen und noch ein paar weniger, die dann auch noch Gaskonisch sprechen. So, 680.000 Sprecher gibt es ungefähr. Vorhin sprach ich von isolierenden Sprachen, das ist aber jetzt hier was anderes. Hier steht isolierte Sprache. Die isolierenden Sprachen sind die grammatische Morpheme haben, die in der Regel frei sind, nicht gebunden an andere Wörter. Deshalb isolierend, grammatisch gesehen. Und eine isolierte Sprache ist eine Sprache, die mit keiner anderen verwandt ist. Und das haben wir beim Baskischen. Das Baskische ist isoliert,
dadurch, dass es eben mit keiner anderen Sprache verwandt ist. Man nennt das auf Englisch Language Isolate, also Isolat. Aber Isolat kann man auf Deutsch nicht so sagen. Deshalb wird meistens von isolierter Sprache gesprochen, obwohl das oft zu Verwechslung führt mit isolierenden Sprachen. Was Baskisch ist, nicht isolierend, sondern agglutinierend. Was das ist, können wir gleich auch noch sehen, indem wir uns mal ein Beispiel anschauen. Und zwar möchte ich Ihnen einige Besonderheiten des Baskischen vorstellen, und da machen wir es etwas, wir machen Typologie in Bezug auf eine Sprache. Das ist eben der eine Extremfall, und das führe ich Ihnen jetzt hier einfach mal vor. Das kann man natürlich auch mit dem Französischen machen oder mit dem Spanischen, aber bei den romanischen Sprachen macht man es immer gerne im Vergleich zu den anderen romanischen Sprachen, wenigstens, wenn nicht noch zu anderen. Und hier eben nur in Bezug auf eine Sprache. Und zwar das erste Phänomen, was ich Ihnen erläutern möchte, ist der sogenannte Ergativ. Das habe ich vorhin schon mal beim Samoanischen erwähnt. Allerdings das Beispiel zeigte keinen Ergativ, sondern eine Nominativ-Akkusativ-Struktur. Die gibt es eben im Samoanischen auch. Das Baskische ist aber rein Ergativ. Was hat es damit also auf sich? Ergativ ist ein Kasus und bezeichnet einen der Hauptaktanten im Satz. Also was es genau bezeichnet, kann ich Ihnen am besten am Beispiel hier klar machen. Also wir haben den ersten Satz, der Vogel ist auf dem Baum. Chodia suhaitsean dago. Chodia ist der Vogel, suhaits ist der Baum, da ist noch so ein Inessiv dran, also auf dem Baum. Und dago, sich befinden, in der dritten Person. Der Vogel befindet sich auf dem Baum. Unter dem Vogel steht nochmal IDV, das heißt Individualisierer. Das ist sowas wie ein Artikel. Das ist nicht genau dasselbe. Aber der Einfachheit halber denken wir uns mal, das ist sowas wie ein Artikel. Also der Vogel sitzt auf dem Baum. Im Deutschen ist klar, der Vogel ist Nominativ, erkennt man dann im Artikel, der. Und wenn jetzt eine weitere Person dazu kommt, wir haben jetzt im zweiten Satz die Katze, die kommt dazu. Die Katze, die ist plötzlich im Nominativ, fängt den Vogel. Das heißt, der Vogel, der vorher im Nominativ stand, steht jetzt im Akkusativ. Der Vogel ist auf dem Baum, die Katze fängt den Vogel. Das heißt, der Vogel verändert sich hier, obwohl er eigentlich ja nichts tut. Der sitzt da auf dem Baum und wird plötzlich gefangen von der Katze. Trotzdem verändert sich der Vogel. Er rutscht jetzt plötzlich in den Akkusativ, weil die Katze jetzt im Nominativ ist. Im Baskischen ist das umgekehrt. Wenn Sie sich den Vogel anschauen, Chodia in Satz 1 und Chodia im Satz 2, ist unverändert. Es kommt aber die Katze dazu, Gatua, und die bekommt jetzt ein Kasus-Element. Es gibt also einen sogenannten Täter-Kasus. Aber nur in transitiven Sätzen. In transitiven Sätzen, Chodia, haben wir keinen Kasus. Keine Kasusendung, jedenfalls kein Ergativ. Und plötzlich, die Katze, die dazu kommt, bekommt diese besondere Markierung als Täter. Also Gatuak Chodia Arapazendu, die Katze fängt den Vogel. Hier im Deutschen hat sie nicht diese besondere Kennzeichnung, sondern steht einfach nur im Nominativ. Also genau, sieht genauso aus wie das Subjekt des intransitiven Satzes. Das Subjekt des transitiven Satzes im Baskischen allerdings bekommt eine besondere Endung. Dafür bleibt das Objekt des transitiven Satzes genauso wie das Subjekt des intransitiven Satzes. Sie sehen also ganz ähnlich, nur umgekehrt wird hier modifiziert. Also nochmal, Objekt des transitiven Satzes ist wie Subjekt des intransitiven Satzes, Chodia, Chodia, im Baskischen. Und im Deutschen, in vielen anderen Sprachen, ist das Subjekt des transitiven Satzes genauso wie das Subjekt des intransitiven Satzes. Ja, also das ist die Besonderheit. Und dieses System nennt man Ergativsystem, während man das, was wir aus dem Deutschen kennen, Nominativ-Akkusativsystem nennt. Also genau genommen nennt man das andere System Ergativ-Absolutiv-System, weil das unveränderliche Kasus heißt Absolutiv. Und im Deutschen ist der Nominativ der unveränderliche Kasus. Man hätte auch sagen können, das hat man früher sogar gemacht, Ergativ-Nominativ-System. Aber dieser andere Kasus wird dann Absolutiv genannt, Ergativ. Im Deutschen haben wir Nominativ, Akkusativ. Es ist aber auch sinnvoll, das zu unterscheiden, weil es natürlich gemischte Systeme gibt. Das Samoanische ist so eins. Wo es dann davon abhängt,
wie stark, wie die Aktivitäten verteilt sind. Bei intransitiven Sätzen kann man das ja mal so sehen. Ne? Ich könnte zum Beispiel sagen, der Vogel sitzt auf dem Baum. Naja, das Sitzen ist nicht besonders aktiv, aber der Vogel schnarcht zum Beispiel. Das ist auch ein intransitives Verb, da gehört mehr Aktivität dazu und könnte das dann anders handhaben. Da gibt es halt auch Systeme, die haben sowohl Nominativ, Akkusativ wie ein Absolutiv-Ergativ-System. Also wie gesagt, das Samoanische ist so ein bisschen so. So, also eine Besonderheit, dieses besondere Kasussystem. Jetzt haben wir noch eine Besonderheit des Baskischen, die ist wirklich sehr auffällig. Nämlich die Wortgruppenflexion. Ja, also in vielen Sprachen werden Wörter flektiert, das heißt, sie bekommen eine Endung oder steht auch was vor dem oder wird am Anfang irgendwas verändert des Wortes, aber die Wörter sind die Basis für grammatische Zeichen, die sich da anfügen. Ja. Im Baskischen sind es die Wortgruppen. Das sehen Sie hier sehr schön bei diesem Beispiel. Gatoak, die Katze, im Ergativ. Wenn ich jetzt sage, die schwarze Katze, dann habe ich das Substantiv und ein Adjektiv und die Endung kommt erst nach dem Adjektiv. Gato Belzac, die schwarze Katze, in dem Ergativ. Oder eine schwarze Katze, da habe ich Gato Belz und dann kommt das Wort für eins, Bat, noch ein Gato Belzec heißt es dann, nicht Belzac, Batek, nicht Belzec, Batek heißt es dann. Gato Belz Batek, das hängt, ja, mit im Batz zusammen, was kein Individualisierer nimmt und so, naja, das ist auch keine Ausnahme in dem Sinne. Man muss da ein bisschen mehr wissen über Baskisch, warum das ist, also anders flektiert wird. Aber es ist halt so ähnlich, die Flexionsendung kommt auf jeden Fall an das letzte Element, in diesem Fall an das Band. Ja. Gut, Wortgruppenflexion, auch sehr exotisch, das hat man nicht in vielen Sprachen. Und jetzt noch eine Sache, die das Baskische auszeichnet, obwohl ich das jetzt ein bisschen übertreibe, das kommt nicht so häufig vor im Baskischen, betrifft den Verbalbereich. Und jetzt kommt das, was das Baskische eigentlich schwer macht. Und zwar sind im Verb, ganz viele Informationen drin. Also das geht so ein bisschen in die Richtung polysynthetisch. Aber es ist noch nicht ganz so schlimm. Wir müssen eher davon sprechen, dass es agglutinierend ist, weil bestimmte Elemente wie im Baukasten aneinander gefügt werden. Ich habe ja so ein Verb, aber es sind nur ganz wenige Verben, die so kompliziert sind. Nämlich das Verb bringen, kar ist die Wurzel, und da wird ganz viel dran gefügt. Also erstmal eine Einleitungspartikel für das Verb, ba. Dann kommt so ein kennzeichnendes Indikativ, Präsens, weiß dann ja noch dritte Person, und Absolutiv, was ist das ba. Dann kommt ein Pluralzeichen, was ist dieses Z geschrieben, ist aber ein scharfes S. Plural, Absolutiv, Objekt. Dann kommt ein Dativkennzeichen in das Verb rein. Und dann kommt noch, der Angeredete wird noch im Verb markiert. Das ist das Na, zweites Singular Femininum, das wird also zu einer Frau gesprochen, dieses Verb. Und dann der Ergativ, erstes Singular. Ja, was heißt das Ganze? Wir können das jetzt mal zusammensetzen, also bringen ist das. Einleitungspartikel hat jetzt nichts zu sagen, aber Indikativ, Präsens, dritte Person, also ich, das war die erste Person, das ist der Handelnde, im Deutschen meistens das Subjekt. Ich bringe, jetzt kommt das Absolutiv steht, das Objekt, ich bringe es, aber halt, Plural, ich bringe sie, also Plural, ich bringe sie, und dann haben wir den Dativ, ihnen, dritte Plural, ich bringe sie ihnen, zum Beispiel die Bücher oder so, ich bringe sie ihnen, ich bringe sie den Leuten, ich bringe sie ihnen, den Leuten. Und all das ist hier drin markiert. Also Sie sehen, das ist einmal agglutinierend, weil verschiedene Elemente einfach nacheinander gesetzt werden, nach dem Baukastenprinzip, aber eben das geht in Richtung polysynthetisch, weil jedes dieser Elemente auch verschiedene Bedeutungen auf sich vereinigt.
Aber so sehr polysynthetisch ist das Baskische nicht, weil solche Sachen halt die Ausnahme sind. Aber in der Tat wird im Verb sehr viel markiert und das macht das Baskische sehr schwer lernbar, weil halt sehr viele verschiedene Verbformen existieren. Also wir haben da so für ein Verb kann man, wenn man wirklich das System völlig ausreizt, was die wenigsten Leute machen, kann man für ein Verb an die 2000 Formen bilden. Und wenn man die alle auswendig lernen will, also wenn man sich nicht das System anguckt, was einfach ist, weil es immer ausnahmslos nach demselben Schema geht. Wenn man das also auswendig lernt, lernt man ewig an den Verbformen. Naja, das erzählt man sich eben auch als Legende aus dem Baskenland, dass der Teufel Baskisch lernen wollte und dann gescheitert ist daran an den vielen Verbformen, weil der Teufel halt dumm ist und die alle auswendig gelernt hat und das System nicht erkannt hat. Hatte auch keinen Linguisten dabei, der ihm das erklärt. Naja, und so ist es dann gekommen, dass der Teufel total verzweifelt war und sich irgendwo runtergestürzt hat und dann gibt es dann eine Schlucht und das ist dann die Teufelsschlucht und sie finden irgendwie im Baskenland irgendwie zig Schluchten, die nach dem Teufel benannt sind, weil er sich da immer runtergestürzt haben soll wegen seiner Schwierigkeiten Baskisch zu lernen. Aber es ist nicht so schlimm. So, jetzt habe ich Ihnen schon gesagt, dass das Baskische so eine schwere Sprache ist, dann schauen wir uns noch eine Sprache an, die leicht zu sein scheint. Und auch damit für sich wirbt, nämlich auch als Verständigungssprache. Das ist das Esperanto. Esperanto ist ja eine geplante Sprache, manchmal auch als Kunstsprache bezeichnet, obwohl Kunst eigentlich nicht so gut passt, weil natürlich Esperanto auch nicht künstlich ist in dem Sinne, aber es ist halt jemand da gewesen, der das erfunden hat. Und Esperanto soll eben besonders leicht sein. Das stimmt auch mit Sicherheit, was die Morphologie angeht, denn ähnlich wie wir das beim Toplistin schon gesehen haben, gibt es wenig Ausnahmen und es ist leicht zu lernen, allerdings ist es nicht nur isolieren, sondern wir haben auch sowas, also so Reste von Flexionen, die aber geringfügig sind. Also wenn Sie sich das hier anschauen, Lamiredo ist das so grande aro, der Vogel sitzt auf einem großen Baum und Sie sehen, ich kann das Präteritum bilden, nämlich aus dem Estas ein Estis mache. Also dann wäre nur Estis so grande arum und das ist immer so. Die Präsensänderung wird von As zu Is verändert, da gibt es keine Ausnahmen und dann haben Sie schon das Präteritum. Das heißt, Sie haben jetzt hier in wenigen Sekunden das Präteritum gelernt. Wenn Sie jetzt das Französische nehmen, bis Sie da das Präteritum gelernt haben, brauchen Sie mindestens ein Jahr lang Unterricht, bis man das kann, einigermaßen und selbst dann zögert man immer noch. Und fragt sich, wie war das jetzt bei Kurier, wie viel R muss ich da jetzt schreiben, imperfekt und wie war nochmal gleich das Passé Simple und so. Naja, also hier ist es doch etwas einfacher und wenn Sie das Is durch Os ersetzen, dann haben Sie das Futur und das ist halt immer das Futur. Labirto estos und grande arbo, dass der Vogel wird auf einem großen Baum sein. Ja, und natürlich gibt es hier kein Ergativ. Also wenn die Katze auftaucht, bleibt sie so, wie sie ist. Aber es gibt ein Akkusativ. Nämlich Birno wird zu Birdon. Also Sie sehen, das Esperanto ist auch nominativ akkusativ orientiert. La Cato captas la Birno. Das heißt, wenn Sie irgendwo lesen, im Esperanto enden alle Substantive auf O, dann stimmt das nur bedingt, weil ja auch noch ein Akkusativ drankommen kann. Und dann haben wir noch ein N. Und Plural könnte auch noch. Ja, und da la cato portas la birdon ani, die übrigen Kasus werden alle mit Präpositionen ausgedrückt. Also, die Katze bringt uns den Vogel, ne, da, also uns, ani, ist halt mit einer Präposition al, das sind die Dativpräpositionen oder die Präposition hin, zu, in Richtung auf. Und es wird ja oft gesagt, naja, so eine erfundene Sprache, das ist nichts Vernünftiges, da kann man keine Nuancen ausdrücken, das könnte man nur mit natürlichen Sprachen. Auch das ist natürlich Unsinn, denn gerade so eine Sprache, die halt darauf setzt, eben auch agglutinierend zu sein, also Wörter zusammenzusetzen. Ja, wir sehen das ja hier, da kommt dann so eine Akkusativendung dran oder da so eine Temporalendung. Die ist natürlich auch maximal flexibel. Sie können sehr viel mehr damit ausdrücken als mit anderen Sprachen.
Und wenn halt die Flexibilität nicht begrenzt wird dadurch, dass man irgendwie sagt, also das könnt ihr dran fügen, aber das nicht und hier ist die Ausnahme, dann ergibt sich natürlich eine große Flexibilität, die im Übrigen leicht zu lernen ist. Ich habe Ihnen das hier mal vorgemacht. Also Sie haben hier das Wort für gleich, sama, also das Adjektiv, a, das ist immer die Adjektivendung, alia, anderer. Und mit Hilfe dieser Adjektive, die können Sie zusammensetzen mit Substantiven. Sie können dann halt so eine Art Vorsilbe bilden, wenn Sie wollen, aus den Adjektiven. Und dann haben Sie sowas wie Sam Landano. Ano ist der Angehörige, ist eigentlich ein lateinisches Suffix. Kann aber auch alleine gebraucht werden, heißt dann Angehöriger, Mitglied oder sowas. Und Sam Landano ist der Angehörige des gleichen Landes. Und Ali Landano ist der Angehörige eines anderen Landes. Das heißt, Ali Landano ist der Ausländer. Und Sam Landano ist dann sowas wie der, Deutsch ist das schwierig, Landsmann, Landsfrau, Landsperson, also die zum gleichen Land gehört. Ne? Und dann machen wir das gleiche mit Urbo. Also da geht es im Deutschen dann schon gar nicht mehr. Sam Urbano geht vielleicht noch, der Angehörige eines gleichen, einer der gleichen Stadt ist sowas wie ein Mitbürger, Mitbürger, aber ein Andersbürger, ein Urbano geht nicht, aber das kann man hier leicht bilden. Und das Gleiche geht natürlich mit Haus, Sam Domano ist dann jemand, der zum gleichen Haus gehört, also ein Mitwohni auf Deutsch und der Ali Domano ist dann eben der Anderswohni, also derjenige, der woanders wohnt. Das kann ich natürlich auch mit Hotel machen. Ne? Das ist ja manchmal wichtig. Ich will sagen, ah, die und die wohnen im gleichen Hotel wie ich, das sind dann die Sam Hotelanoi und die wohnen in einem anderen Hotel, das sind die Ali Hotelanoi. Ne? Oder Domo, mit der Klasse kann ich das auch machen. Sam Klassano ist ein Klassengenosse, Mitschüler in der gleichen Klasse. Ali Klassano ist vielleicht auch ein Mitschüler, aber aus einer anderen Klasse. Und gleiche Haus, gleiche Straße. Sam Stratano ist jemand, der in der gleichen Straße wohnt. Ali Stratano, jemand, der in einer anderen Straße wohnt. Oder mit Idee. Der Sam Ideano ist der, der der gleichen Idee anhängt. Also bei eher linken Gruppierungen sagt man dann auch der Genosse oder die Genossin. Und Ali Ideano ist dann jemand, der einer anderen Idee anhängt. Der Angehörige einer anderen Idee. Und Sie sehen, auf diese Weise können Sie ganz viele Wörter bilden mit wenig Aufwand. Und das Prinzip haben Sie sofort durchschaut. Es ist also tatsächlich leicht zu lernen und ermöglicht tatsächlich hohe Flexibilität, mehr als das mit anderen Sprachen möglich ist. So, jetzt haben wir uns schon verschiedene Sprachen angeschaut. Das haben andere auch gemacht. Jetzt komme ich zeitlich etwas in Verzug. Ich glaube, wir müssen das vertagen. Ich wollte Ihnen nämlich jetzt verschiedene Typologen vorstellen, so durch die Geschichte. Das müssen wir dann das nächste Mal machen, weil ich Ihnen noch ein bisschen Zeit geben will, eventuell mit mir zu sprechen. Aber sozusagen als kleiner Anreiz, damit Sie sozusagen schon einen Vorgeschmack haben, was wir das nächste Mal machen wollen. Wir werden über diese beiden Typologen oder Sprachwissenschaftler oder Philologen sprechen und darüber, was sie in Gang gesetzt haben, denn das hat natürlich Bedeutung bis heute und ein bisschen davon habe ich Ihnen heute auch schon angedeutet, also diese Sache mit agglutinieren und isolieren, werden wir dann noch vertiefen, das sind nämlich Ideen dieser beiden. Sie können ja mal zu Hause schauen, was sie sonst noch gemacht haben. Die Anglisten werden die gut kennen, vielleicht, weil sie sich auch Anfang des 19. Jahrhunderts bereits mit dem Englischen intensiv beschäftigt haben. Aber der Linke ist vor allen Dingen als Romanist bekannt geworden. Also er hat ein wichtiges Werk geschrieben, Observations sur la langue et la littérature provençale, also über provenzalische Sprache und Dichtung. Da ging es natürlich um das Altokzitanische. Ich hatte Ihnen ja vorhin gesagt, Okzitanisch hat so eine lange Literaturtradition. Also die ersten volkssprachlichen Dichtungen in Europa, also nach dem Lateinischen, sind auf Provenzalisch verfasst. Damit hat er sich beschäftigt. Und in seinem Werk macht er sich auch ein paar allgemeine Gedanken über Sprachen, so wie ich das vorhin gemacht habe. Natürlich mit anderen Sprachen. Und bezieht das dann natürlich auch auf das Romanische. Und der andere, Friedrich Schlegel, der schreibt über
Indien, über die Sprache und Weisheit der Indier ist da das wichtige Werk, schon 1808. Und da stellt er natürlich auch fest, das ist nicht seine Erfindung, das haben vorher schon Leute entdeckt, aber in der Zeit eben, dass das Indische, also Hindi und Sanskrit vor allem, Sanskrit, also Altindisch interessiert ihn natürlich, die arbeiten alle über alte Sprachen, gewisse Ähnlichkeiten hat mit den Sprachen, die hier so in Westeuropa sich befinden. Und das hat natürlich die Leute fasziniert, das hat ein Brite zunächst entdeckt. Und ja, da fragt man sich natürlich, wie kommt das zustande? Man macht sich halt zum ersten Mal auch Gedanken über sowas wie Sprachverwandtschaft, obwohl natürlich das mit dem Lateinischen und den romanischen Sprachen schon irgendwie immer da war. Und in dem Moment, wo sich hier Leute über Sprachverwandtschaft Gedanken machen, was dann lange die Sprachwissenschaft beherrscht, bis ins 20. Jahrhundert, also die Frage der Sprachverwandtschaft, machen diese beiden schon sehr viel mehr, nämlich sie überlegen, ob es nicht irgendwie möglich ist, Sprachen auch noch anders zu klassifizieren als über Verwandtschaft und erfinden damit eben die Typologie oder eine Form der Typologie, nämlich die morphologische Typologie. Ich habe das heute schon mal angedeutet, worum es da geht, nämlich dass man sich mit der Morphologie der einzelnen Sprachen beschäftigt. Und das ist nun das, was hier umtreibt. Und das schauen wir uns dann in der nächsten Woche an. Und wir schauen uns dann, beziehungsweise in der übernächsten, nächste Woche ist ja Dies Academicus. Und wir schauen uns auch an, was eben aus diesen Ideen dann noch weiter geworden ist, bis zum 20. und zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Ja, vielen Dank.